Hi! Na? Es ist so kalt hier. Ich bin ja kein großer Freund von Frontalunterricht, aber ich zeige trotzdem frontal kurz ein paar Dinge. Das Thema Arduino ist halt gar nicht komplex, also wirklich nicht. Um damit anzufangen, ist es oft einfach, dass man einfach sagt, kauf dir so ein Starter-Kit und fang damit an. Und das Einzige, was ich zeigen möchte, ist, dass es verschiedene Arten von Arduinos gibt. Die meisten, die wahrscheinlich anfangen, haben dann sowas. Das ist so dieses Standardboard, den Arduino Uno, den man so kriegt und mit dem man meistens anfängt. Kennt man, glaube ich, das ist dann hier so der große USB-Druckeranschluss. Und hier kannst du nochmal extra Strom dran machen, wenn du das willst. Und hier hast du Pinouts. Das heißt, hier kannst du Sachen anschließen, die du nachher benutzen willst. Sei es LEDs oder Buttons oder was auch immer. Dafür hast du hier Pinouts. Der eigentliche Prozessor, der eigentliche Chip ist halt hier. Der Rest drumherum ist so Vogelfutter und Feenstaub. Du hast hier irgendwo einen Quarz, glaube ich. Das müsste hier sowas sein. Und ganz viel Getrödel drumherum. Hier ist noch ein Reset-Button, um das Board neu zu starten. USB-B. Ja, dankeschön. Der Chat ist wie bei Wer wird Millionär das Publikum. Der weiß alles. Dann ist halt die Frage, warum ich das überhaupt mache, wenn der Chat das ja eh schon weiß. Aber mein Ziel ist es, weil immer mal wieder Konfige, wie fängt man überhaupt an mit sowas, dass man dann sagen kann, guck dir mal den Stream da an, da habe ich das alles mal ein bisschen erklärt. Wenn man wirklich verstehen will, wie das funktioniert, dann guckt man sich auch 40 Minuten lang Intro an und irgendwelche alten Geschichten vom Figge. Dann gibt es noch ein paar andere Boards. Und zwar zum Beispiel, das habe ich gerade schon mal angeschlossen, den hier. Das ist ein Arduino Nano. Der ist halt viel, viel kleiner. Da ist der Chip nur noch das hier, aber man sieht auch hier die Pinouts. Das steckt jetzt hier schon auf dem Brett drauf. So, das ist ein Arduino Nano. Der ist minimal kleiner, aber eigentlich kann der fast genauso viel. Für die meisten Sachen reicht das hier auch völlig aus. Es ist halt nur oft schwierig, das hier vernünftig anzuschließen. Den hat man, da gibt es halt ganz viele Sachen für, dass man da irgendwie so Halterung hat, wo man das in so Baukästen, also wenn man so Starter-Kits kauft, dass es da irgendwie so Halterung gibt, wo man das einklippen kann und damit rumbasteln kann, weil man hier oben einfach die Sachen dran steckt. Hier ist es so, dass man das meistens selber noch dran löten kann oder sogar muss. Der hat nur noch so einen kleineren USB-Mini-Anschluss. Das ist auf jeden Fall der Nano. Und jetzt wird es ein bisschen seltsam. Ich habe gehört, dass das Namensschema nämlich eigentlich andersrum machen. Das hier wiederum, der ist noch mal ein bisschen kleiner. Der hat halt weniger Pinouts. Pinouts sind die Dinger hier, ne? Also die Beinchen hier. Da hat der hier ein paar weniger von. Und das ist der Arduino Mini. Ich hätte eigentlich gedacht, dass der Nano kleiner wäre als der Mini, ist er aber nicht, sondern der Nano ist tatsächlich viel größer. Auf jeden Fall, der ist nochmal einen Tacken kleiner, damit kann man auch schöne Sachen machen. Hier fehlt allerdings der USB-Port drauf. Um das hier zu flashen, um hiermit zu programmieren, musst du dich hier an die Pins dran stecken. Ich würde aber erstmal davon abraten, den hier zu benutzen, einfach weil es ein kleines bisschen, nur ein kleines bisschen komplexer ist. Das sind so die gängigsten Arduino-Boards, die man so kennt. Dann gibt es aber noch seit ein paar Jahren andere Boards, die auch kompatibel sind. Und da ist alles, was man hier so an Gerümpel auf dem Board sieht, gibt es hier nicht mehr. Sondern hier ist alles in diesem kleinen Chip. Ja. Das hier ist alles nur noch, guck mal, hier ist ein bisschen Gerümpel drunter. Aber das meiste ist hier tatsächlich, glaube ich, einfach nur noch Spannungsregler und ein bisschen, seriell sprechen. So, das ist hier noch drauf. Das Allerwichtigste hier dran ist, man sieht hier so ein bisschen blip, 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 blip. Und das ist nicht irgendwie ein Graph oder so, der gezeichnet wurde und irgendwelche Stromkurven oder so zeigt, sondern das ist eine WLAN-Antenne. Weil das Ding kann nativ WLAN sprechen, was die anderen halt nicht können. Aber hier kannst du tatsächlich einfach ja, das Ding ins WLAN hängen und kannst dann damit programmieren, dass man von außen dem hier sagen kann, was weiß ich, mach mal Pin 7 auf High oder auf Low oder mach irgendwas anderes. Und mit den Dingern funktionieren auch die ganzen Sachen im Hintergrund, die ihr hier seht. Der Chip an sich ist ein ESP8266 und das Ganze drumherum mit dem Board zusammen heißt dann WMOS. Das gibt es dann auch nochmal mit anderen Board-Versionen, wo dann hier die Antenne fehlt und du hast hier so einen Pigtail-Anschluss, wo du dann eben eine externe Antenne anschließen kannst, um einen besseren Empfang oder Sendeleistung zu haben. Gibt es, habe ich zu Hause auch zwei liegen, habe ich vielleicht aus Versehen mal falsche bestellt, aber ich habe mittlerweile auch irgendwo so Pigtails rumliegen. Also die sind ja schon relativ klein, das Ganze gibt es aber auch nochmal in größer. Und im Endeffekt ist das der gleiche Chip, glaube ich, aber man kann damit besser prototypen und da ist halt ganz viel Gerümpel drauf. Beides wird auch von der Arduino IDE unterstützt, man muss dann einfach noch andere Bibliotheken installieren, dann kann man auch mit denen hier sprechen. Im Grunde können die alles das, was ein normales Arduino-Board auch kann, nur geiler und schneller. Das ist quasi ein Arduino auf Crack. Okay, da ich aber davon ausgehe, dass die meisten von euch, die jetzt mit diesem ganzen Thema anfangen wollen, halt nicht direkt mit sowas anfangen, würde ich jetzt erstmal den Nano hier nehmen.
Dann ist oft so, dass Leute sagen, sie können nicht löten. Das ist auch eigentlich erstmal egal zum Rumspielen, weil, guck mal, dafür gibt's nämlich sowas. Man lötet nicht, wenn man so Sachen ausprobiert, dann lötet man nicht einfach irgendwo erstmal was zusammen und fest, weil man weiß ja gar nicht, ob es funktioniert. Da gibt es hier so Steckbretter. Und das ist eigentlich super logisch aufgeteilt. Du hast hier mehrere Löcher. Und zwar sind die äußeren, also hier die, da wo rot markiert ist und da wo blau markiert ist, das ist immer durchgeschaltet. Also wenn ich hier was dran stecke, hier ein Kabel reinstecke und auch hier wäre dann Kontakt da. Hier liegt die Stromschiene quasi so drin und bei dem roten genauso. Auf der anderen Seite logischerweise auch. Und hier sieht man halt, dass hier eine 1 steht. Wenn das da 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Und dann hast du hier deine Buchstaben. A, B, C, D, E, F und so weiter. Hier ist es immer so, dass die Schiene quasi von oben nach unten läuft. Also du hast immer die 1 bis hier und dann hier weiter. Hier in der Mitte so eine Kerbe, da ist es halt nicht verbunden. Was dazu führt, dass ich einfach das Ding so nehmen kann, gucken, dass alle Beinchen irgendwie an einem Loch sind und dann runterdrücken kann. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, alles, was zum Beispiel hier an dem letzten Pin ist, kann ich dann auf diese Linie hier legen. Also da, 1, 2, 3. Habe ich 3 Ports, auf denen ich irgendwas stecken kann. Das heißt, ich habe jetzt dieses Ding hier schon drauf gesteckt und kann jetzt einfach USB dran machen. Ja, damit habe ich quasi den, nicht nur quasi, sondern ich habe tatsächlich ein Arduino an den Computer angeschlossen. Das war's schon. Jetzt kann ich damit schon sprechen. Fangen wir mit Blink an, fragt Paul Graf. Danke für die Überleitung. Genau. So, ich hoffe, das kann man ja einigermaßen erkennen. Wenn man diese Arduino IDE runterlädt, da kannst du einfach mal nach googeln, nach Arduino und Programmierumgebung. Und dann kannst du die zum Beispiel auf arduino.cc runterladen. Und dann installierst du die und dann öffnest du die und bist schon fertig, weil öfters fragen mal Leute, wie fange ich denn dann an? Es gibt in dieser Software schon etwas, da geht man einfach auf Datei, geht auf Beispiele, auf Basics und hat dann hier schon verschiedene fertige Beispiele, die man einfach benutzen kann. Quasi so Hello Worlds. Und eins davon ist Blink. Blink habe ich hier auch schon offen. Da wird das relativ easy peasy in ein paar kleinen Schritten erklärt. So, hier ist ganz viel Geraffel erstmal drin. Die IDE, für viele, die das noch nicht kennen, ist quasi wie der Texteditor aus Windows. Mit dem Unterschied, dass er ein bisschen die Sachen farbig markiert, dass man ein bisschen besser weiß, wo man gerade ist und was tut. Das Ganze ist immer ein bisschen aufgeteilt. Es gibt immer zwei große Funktionen. Die Hauptfunktion, die man braucht, einmal ein Setup und ein Void Loop. Das heißt, wenn ich das Ding starte und hier kommt Strom dran, dann führt er erst den Teil aus, der hier steht in dem Void Setup, um halt irgendwelche Setup-Sachen zu machen, die er nur einmal braucht, ganz am Anfang. Und dann läuft er in einer Unendlichkeitsschleife immer nur durch den Code, der in dieser Methode Loop steht. Das alles. Und so funktionieren eigentlich, fast funktioniert so jegliche Software. Was man jetzt hier sieht, ist sehr gut, das ist ja, habe ich ja gerade schon gesagt, diese ganzen Beinchen hier drunter sind halt Pins. Und diese Pins, die hier dran sind, kann man jetzt in verschiedene Modi schalten. Zum Beispiel kann das ein Input-Pin sein, also ein Eingang zu dem Mikroprozessor, der halt dann irgendwas mit dem, was da ankommt, tut. Oder man kann auch sagen, es ist ein Ausgang. Das heißt, er würde dann, der Mikroprozessor nutzt das als Ausgang und gibt dort dann zum Beispiel einen Wert raus. Und das macht man, indem man mit zum Beispiel mit der Methode Pin-Mode sagt, mach mal einen Output daraus. Und hier steht jetzt LED-Build-In. Im Endeffekt ist das aber nur eine Variable für 13. Irgendwo in der Bibliothek, die im Hintergrund benutzt wird, wird halt gesagt, LED Built-in ist der Pin Nummer 13. Und dann sagt man im Setup einfach, pass mal auf, hier der Pin Nummer 13 ist ein Output. Und dann ist man auch schon fertig mit dem ganzen Setup und sagt jetzt einfach nur im Loop, hier Digital Write, schreib mal auf den Pin 13 ein High. Also schalt da einfach mal Strom drauf. Und dann wartest du eine Sekunde und dann machst du den Strom wieder aus und wartest wieder eine Sekunde. Und wenn ich hier durch bin, fange ich wieder hier oben an und mache das immer und immer und immer wieder. Wenn ich jetzt sage, cool, ich bin durch damit, dann gehe ich hier auf Werkzeuge, wähle mir hier mein Board aus. Da habe ich jetzt hier den Arduino Nano. Da. Dann muss ich noch auswählen, was für ein Prozessor das ist. Da das hier schon ein etwas älteres Modell ist, muss ich hier auswählen Old Bootloader. Dann wähle ich hier aus, welcher COM-Port das ist. Und der COM-Port taucht auch nur dann auf, wenn der Arduino angeschlossen ist. Wenn du das alles fertig hast, drückst du einfach nur noch auf Hochladen. Dann kompiliert er den ganzen Kram. Und dann lädt er den hoch.
Kann ich auch sagen, dass der das zum Beispiel nur dreimal wiederholt? Naja, kannst du machen, aber dann passiert halt nie wieder was, es sei denn, du steckst ihn ab und steckst dann wieder Strom dran. Du könntest etwas bauen, dass das nur dreimal passiert und dann aufhört, solange bis du zum Beispiel irgendeinen Taster drückst und dann fängt er wieder an. Was man jetzt aber schon sieht, ich brauche mal hier ein bisschen mehr Kabel, da blinkt eine LED. Und zwar ist die gleichgeschaltet mit dem Pin 13. Was jetzt heißt, ich habe ja nicht mal hier eine LED angeschlossen, aber die blinkt trotzdem, weil sie halt genau auf diesem Pin 13 mitläuft. Mach mal SOS More also Code. Können wir gleich machen. Ich würde jetzt aber einmal gucken, dass wir da auch eine externe LED dran angeschlossen kriegen. Dazu braucht man, das wäre vielleicht auch nochmal eine Sache, die man kaufen müsste. Vielleicht jetzt nicht unbedingt von dieser Firma, sondern von irgendwas anderem. Ich habe halt immer mal so ein Set gekauft und immer wenn es leer ist, fülle ich es mal auf. Und da liegt auch schon ganz viel anderes Gerümpel noch mit drin. Welche Farbe wollen wir denn mal für eine LED nehmen? Ich würde sagen rot. Und dann brauche ich für die LED noch einen Widerstand und zwar 220 Ohm. Was brauche ich jetzt alles? Erstmal ziehe ich kurz hier ab und dann ist das nächste, was man immer gut gebrauchen kann, eine Menge von diesen Kabeln. Das sind einfach Jumperkabel, die man halt nimmt, statt jetzt irgendwas hier zu löten. Einfach ein paar von denen hier. Dann kann man sich die so ein bisschen abziehen wie Kaugummi. Und jetzt muss man hier mal drauf gucken. An jedem Pin steht immer dran, was es ist. Und hier oben ist D13 und den Pin nehme ich mir jetzt schon mal da so. Und dann brauche ich hier einen kleinen Widerstand. Den packe ich mir irgendwo auf Steckbrett, so dass er halt irgendwo unterbrochen ist. Und verbinde jetzt schon mal die Bahn mit dem Widerstand. Und bei LEDs muss man immer ein bisschen aufpassen, weil da ist es nicht egal, in welche Richtung man die reinsteckt. Das längere Beinchen ist, Moment, Plus. Woher ich das jetzt weiß, auf meinem MacBook habe ich einen Aufkleber. Da, guck. Weil ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Eigentlich weiß man ja, wie rum das ist. Aber zur Sicherheit guckt man immer noch mal nach. Das ist wie auf dem Taschenrechner, wenn man da irgendwie, weiß nicht, 5 plus 5. Zur Sicherheit noch mal auf dem Taschenrechner rechnen. Ah, guck mal, lang ist die Anode, wo die Spannung ankommt. So, und dann stecke ich den halt mit auf die Schiene drauf und gehe hier, so, man spreizt man das so ein bisschen. Guck mal. Das heißt, hier kommen die 3 Volt an, Widerstand, das ist der Vorwiderstand und dann zack in die LED rein und hier auf Minus. Es ist jetzt ein bisschen unglücklich, ach, dann ändere ich es nochmal durch. Normalerweise, man nimmt ja nicht Rot für Ground oder so. So, hier D13, hier hin. So, dann gehe ich hier mal auf, welchen Ground nehme ich denn? So ein Board hat nämlich meistens mehrere Grounds, wo man anschließen kann. So, D13 hier hin, da drauf, dann durch den Widerstand in die LED. LED geht hier auf Masse, Masse geht hier auf Masse von da. Ich probiere das jetzt mal aus. Aha, guck. Sie tut genau das, was sie soll. Sie leuchtet. Ich habe eine LED zum Blinken gebracht. Und so einfach ist das Ganze. Hast du jetzt noch Angst davor, mit dem Thema anzufangen? Dies Jahr brauchst du gar nicht. Weil es so einfach ist. Es ist so einfach. Man muss es nur machen. So, das war's auch für heute mit dem Stream. Eine LED blinkt. Ihr wisst jetzt, was Arduinos sind. Tschüss. Nein. Wichtig ist bei der Programmierung, und zwar, dass es nicht wie zum Beispiel in Mathe eine richtige Lösung gibt, sondern ganz viele verschiedene Lösungen können zum gewünschten Ergebnis führen. Das kann ich hier zum Beispiel im Code mal sehr gut zeigen, dass momentan einfach jede Sekunde die Lampe an- oder ausgeht. Und dazu ist der Code ja relativ easy gebaut. Und zwar habe ich hier meine Loop, die nichts anderes macht, außer Hi, 1000 warten, also 1000 Millisekunden, eine Sekunde, und dann wieder ausgehen und das die ganze Zeit so machen. Was ich aber auch machen kann, also um das Ganze schon mal zu vereinfachen, wäre, ich mache mir eine Variable, die dann ich Pause MS und nenne die, gib dir mal den Wert 1000, dann kann ich die hier auch einsetzen. Ich nehme mal erstmal hier die Kommentare kurz raus, die nerven mich jetzt. So. Und würde jetzt nichts anderes machen, außer würde jetzt genau das Gleiche machen. Allerdings, wenn ich jetzt den Wert zum Beispiel ändern will, muss ich ihn nicht mehr an zwei Stellen ändern, sondern ich ändere ihn zum Beispiel einfach hier oben, sage dann komplett den ganzen Mist und lade das hoch. Und jetzt gleich blinkt die LED einfach ein bisschen schneller. Sieht man das? Ja, man sieht das so leicht, ne? Was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe den Code schon ein bisschen angepasst. Das Ergebnis ist im Endeffekt dasselbe wie vorher. Ich bin jetzt nur ein bisschen schneller beim Anpassen. Was ich aber auch machen kann, ist, ich kann sagen, LED-Power nenne ich das mal, kein Int vielleicht, sondern das hier, ein Bool.
LED Power. True. Und dann sage ich hier LED Power. Müssen wir jetzt gleich mal gucken, ob das so richtig war. Und setze das jetzt hier ein. Dann kann ich das, soweit ich mich erinnere, auch rausnehmen. Probieren wir mal aus. Okay, sie bleibt jetzt einfach an. War das denn? Oder war das so? Ja, was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe den Code einfach noch kleiner gemacht und will damit eigentlich nur zeigen, dass der Code, wie er gerade da zu sehen war, auch anders geschrieben werden kann und das Ergebnis bleibt weiterhin dasselbe. Das ist mega. Und das ist das, was mich an Informatik die ganze Zeit so freut, dass ich einen anderen Weg gehen kann, der für mich vielleicht total cool ist, wo andere sagen, hätte ich aber anders gemacht. Ja, kannst du auch gerne tun. Ich habe aber einen Weg, der für mich cool ist und der Output, das, was ich erreichen will, habe ich damit erreicht, egal wie man diesen Code aufbaut. Und das ist halt, in ganz vielen anderen Bereichen geht das nicht, aber in der Informatik kannst du machen, wie du willst. Und jetzt habe ich halt 3 Zeilen und bin durch damit und tausche einfach immer nur quasi High und Low miteinander aus. Weil Nitro schreibt gerade auch, ich sollte vielleicht mal kurz verschiedene Variablentypen erklären. Genau, das kann ich auch gerne tun. Und zwar Variablen kennt ihr alle aus Mathe hoffentlich und Physik vielleicht auch. Das ist da der Zeitpunkt in Mathe, wo auf einmal Buchstaben dazukommen. Wo man nicht nur mit Zahlen rechnet, sondern auf einmal sind Buchstaben da. Variablen. Variablen sind nichts anderes als ein Eimer. Da kann ich was reinschmeißen und der Eimer kriegt einen Namen. Zum Beispiel heißt der Eimer X. Und in den Eimer kann ich irgendwas an Wert reinschmeißen und das kann ich mir immer wieder da rausholen. Falls du das in Mathe noch nicht verstanden hattest, jetzt weißt du es. Eine Variable ist ein Eimer. Meine Eimertypen oder meine Variablen heißen hier Pause MS für Millisekunden und LED Power. Hiervor steht aber noch was. Und zwar steht vor dem Pause MS Int. Und hier steht Bool vor dem LED Power. Ich muss in der Programmierung, zumindest hier jetzt, muss ich angeben, was für ein Datentyp das ist. Und zwar gibt es verschiedene Datentypen. Es gibt den Datentyp Integer oder Integer. Und da sind Zahlen zum Beispiel drin. Ganze Zahlen schreibe ich da rein. Das muss ich machen, weil es ein Unterschied ist, ob ich eine Zahl in eine Variable schreibe oder zum Beispiel einen Buchstaben. Das muss der Computer wissen. In dem Fall sage ich dem Computer, pass auf, es gibt jetzt eine Variable, die heißt PauseMS und da steht immer eine ganze Zahl drin. Und LED Power ist in dem Fall eine boolsche Variable. Das heißt, da sage ich dem Computer, pass mal auf, das ist jetzt eine Variable, die ist entweder wahr oder falsch. Mehr kann diese überhaupt sich nicht merken. Sondern in dieser Variable gibt es halt nur true oder false. Mehr kann die nicht. Die beiden Sachen benutze ich gerade. Und was jetzt passiert ist, dass ich in dieser Zeile, wo ich der LED etwas sage, also hier Digital Write LED Build In, die 13, hatte ich ja ganz am Anfang mal gesagt, dass das auch eigentlich nur eine globale Variable ist, wo eine 13 drin steht, sage ich da, schreib mal bitte den Wert von LED Power rein. Also true oder false, wahr oder falsch. Und im Hintergrund erkennt die Bibliothek, okay, da ist jetzt true oder false drin und erkennt, dass true quasi Strom anheißen soll und false, also falsch, heißt Strom aus. Das passiert im Hintergrund, ist aber erstmal nicht wichtig für dich, wenn du damit anfängst. Wichtig ist, du musst wissen, du kannst da High oder Low reinschreiben, 1 oder 0 oder True oder False. Diese Zeile hier oben im Loop, da ist ein LED Power gleich Ausrufezeichen LED Power. Das ist eine Kurzschreibweise. Und zwar ist diese Kurzschreibweise nur, dass ich gucke, was steht in LED Power drin. Und wenn True drin steht, wird False reingeschrieben, steht False drin, mache ich daraus True. Das macht immer genau das Gegenteil. So wie Birotarius gerade das genauso im Chat gefragt hat und Nictro27 hat schon drauf geantwortet. Schön. Schön, dass es euch gibt und dass ihr euch das gegenseitig auch nochmal schnell erklären könnt. Roscher sagt gerade ein sogenannter Logikinverter oder Negierer. Richtig. Im Endeffekt könnte man das nämlich auch viel, viel groß, also was heißt größer, man die große Schreibweise wäre, die genau das gleiche macht, wäre ein if LED power gleich gleich true. Ah ne, hier schreibt man das klein. Ich habe letzte Woche ein bisschen mehr Python gemacht. Wenn das so wäre, dann würde ich sagen LED Power gleich false, else LED Power gleich true. Würde genau das gleiche machen. Fand ich gerade eine interessante Frage von Paul der Shopperfahrer. Ist nicht ein Eimer eher ein Array? Nee. Tatsächlich würde ich ein Array eher mit einer Eierpappe vergleichen. Das kann man nämlich auch mal kurz erklären.
Und zwar gibt es eine tolle Sache in der Programmierung und das sind jetzt einmal der Unterschied zwischen Eimer und Eierpappen. Wenn ich jetzt etwas habe, zum Beispiel eine Liste und da habe ich ganz viele Werte drin stehen, 1, 2, 3, 4, 5, dann müsste ich jetzt ja sowas machen wie int x1, 0, int x2, 1 und müsste mir eine riesenlange Liste basteln und müsste für alles eine einzelne Variable anlegen. Das ist nicht cool. Also kann ich sowas machen? So, bitte verlass mich jetzt nicht, mein Glück. War das so? Ich benutze Arrays so selten in C. Ich würde dann halt da eine Liste bauen. Das sind zum Beispiel Sachen, die ich nicht so häufig mache, weil da hört dann mein Programmieren meistens in C schon auf. Geschweifte Klammern. Jo. Aha, nee, sowas, genau. So, das heißt, ich habe hier jetzt in X einfach 1, 2, 3, 4 Werte und kann die dann auch ansprechen, indem ich zum Beispiel hier sagen würde x 0. Wichtig ist nämlich, Listen und grundsätzlich in der Informatik fängt man nicht bei 1 an zu zählen, sondern bei 0. Das ist ganz wichtig, das darfst du nicht vergessen. Und so würde ich jetzt, wenn ich hier zum Beispiel sage x gleich 0, gut, dann würde jetzt hier auch 0 drin stehen, aber ich könnte hier jetzt auch eine 6 reinmachen oder eine 60, dann würde hier unten in der Zeile dann eine 60 genutzt. Ich nehme das nochmal raus. Was ich auch machen kann, ich nehme mal auch den ganzen Kram hier oben jetzt raus, brauchen wir alles nicht. Und jetzt siehst du hier den ganzen Kram, das kann ich ja wieder rausnehmen, das wäre nur das Beispiel, was diese Zeile im Endeffekt tut. So, jetzt möchte ich ja gerne sowas machen wie ein SOS bauen. Das war ja dreimal kurz, war das dreimal lang, dreimal kurz, dreimal lang oder dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz, nee, andersrum, ne? Lang, kurz, lang. Kurz, kurz, lang, lang. Okay, es war dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz. Das heißt, wir brauchen einen Counter. Und wir haben Pause und wir haben hier die LED. Und jetzt gäbe es natürlich die Möglichkeit, ich schreibe das so runter, wie ganz am Anfang. Kann ich halt mal als Beispiel, kann ich das mal machen. Void SOS. So, dann wäre jetzt die Möglichkeit, ich mache hier ein Digital Write Built-in. Hi. Dann ein Delay. Und zwar Pause MS. Und durch 2. Und jetzt mache ich das Ganze, kopiere ich mir und mache das noch so mal. Jetzt kopiere ich mir das wieder. Mache das hier ja nochmal die ganze Zeit. Und in der Mitte mache ich es dreimal lang. Und dafür nehme ich jetzt zum Beispiel das hier weg. Das wäre ein Weg, wenn ich mich jetzt nicht vertan habe. Das hier mache ich mal aus. Kann man doch direkt über Array machen. Ja, kann man. Ich will nur gerade zeigen, dass es unterschiedliche Wege gibt. Da sieht man es jetzt. Dreimal kurz. Ach so, ich müsste ja dann ganz am Ende nochmal ein längeres Delay machen. Das stimmt. Okay, das mache ich hier. Machen wir 2 Sekunden. So, 2, 3. Jetzt ist durch. Und jetzt 1, 2, 3 kurz. 1, 2, 3 lang. 1, 2, 3 kurz. Das ist ein Weg, das zu machen. Jetzt habe ich sehr, sehr umständlich mit sehr viel Copy-Paste mir ein SOS gebaut. Aber so unter uns. Wer findet denn so zu programmieren gut? Ich blende das nochmal ein. Das ist doch nicht schön. Sieht gut aus, Projekt fertig hier. Ekelhaft. Ja, aber wie gesagt, das ist ein Weg, das zu machen. Und es ist auch nicht schlimm, wenn ihr das am Anfang so tut. Wenn ihr damit anfangt und jemand sagt, boah, das ist ja mega hässlich und eklig und lass es sein. Nein, so habe ich ganz am Anfang, als ich 12, 13 war, auch angefangen zu programmieren. Und irgendwann stellst du fest, oh, das nervt ja, wenn ich jetzt alles immer wieder anpassen muss. Ich möchte das irgendwie anders machen. Und dann findest du schon noch andere Wege, die du viel eleganter findest. Und dann machst du das halt eben nicht mehr. Am Anfang, wenn es für dich so funktioniert, ist doch mega. Freu dich darüber, dass die LED das tut, was sie soll. Wenn mir jetzt jemand zeigt und stolz ist und sagt, guck mal, ich habe es hingekriegt, dass die LED SOS blinkt und sich darüber freut, dann freue ich mich doch mit dieser Person, weil diese Person stolz ist auf das, was sie gerade geschafft hat. So, und für die Person ist das vielleicht ein Meilenstein. Und dann zu sagen, aber der Code ist ja hässlich. Ja, tut mir leid, dann bist du einfach ein Idiot. So. Aber dieses ganze Zeug kann man natürlich komplett anders schreiben. Das würde man zum Beispiel machen, indem ich mir eine Vorschleife baue. Und die zählt zum Beispiel, was nenne ich denn? I. Programmierer machen Schleifen immer mit I. Warum auch immer. So. I plus plus. So, das heißt, ich habe eine Schleife, die jetzt dreimal durchläuft und am Ende dann quasi rausspringt. Und dafür nehme ich mir einfach wieder hier kopiere mir das da rein, schmeiß den ganzen Krempel schon mal weg, weil den brauche ich jetzt nicht mehr. Gut, das heißt, ich habe jetzt hier eine Variable, eine Schleife, die dreimal durchläuft und dann vorbei ist und dann fange ich wieder oben an.
Und jetzt kann ich es zum Beispiel auch so machen, wie hier oben. Ich nehme hier mein LED Power. STRG-T macht automatisch einrücken. Ach, guck an, wieder was gelernt. Genau, ich drehe hier wieder mein LED Power einfach immer um. Kopiere mir von hier oben auch noch eben die Zeile. Ich schmeiße ihn auch schon raus. Den Kram brauche ich nicht. Hab jetzt schon mal ein bisschen ausgedünnt. Muss jetzt noch mal kurz überlegen, wie ich das mit dem Delay mache. Ich brauche zwei Vorschleifen, ne? Das geht nicht. Das kann ich jetzt so nicht machen. So, hier muss J hin. Da muss I hin. Wo ist sie? Da. So, du sagst STRG-T. Ach so, dann macht er aber alles. Na gut. Dann brauche ich... Genau, dann macht er das hier. So, kompilier den Kram. Nee, kompilier dann nicht. Warum nicht? Ach, warte mal. Ist das nicht so hier? Ja. Na komm. Was habe ich denn da gemacht? Falsche Klammer. Kompilieren abgeschlossen. Mal den ganzen Kram hochschieben. Okay, irgendwas tut es, aber noch nicht das, was es soll. Eins, zwei... Okay. Warum? Und das ist jetzt auch sehr wichtig. Im Programmieren macht man ganz oft ganz viele Fehler. Und das ist überhaupt nicht schlimm, Fehler zu machen, weil ich mache, wie lange programmiere ich jetzt? 20 Jahre? Also 20 Jahre als Hobby dann, ne? Beruflich 15. Ja, das kann gut sein. Und die meiste Zeit meines Berufes verbringe ich dabei, Fehler zu suchen, weil ich es irgendwie falsch gebaut habe. Das ist okay. So, was passiert jetzt hier? Wo ist der Fehler? Ich habe mein SOS, dann laufe ich in die äußere Schleife rein und laufe hier, soweit ich weiß, dreimal durch. Für solche Fälle, wenn man nicht weiß, was der Code tut, dann kann man auch schöne Sachen machen. Und zwar kann man zum Debuggen, so nennt man das, sich auch ein Output bauen, dass man seriell Sachen mitbekommt, wo gerade was passiert. Und das macht man, indem man im Setup erstmal die serielle Verbindung aufbaut. Man sagt, pass auf, hier hätte ich gerne mit 9600 Baud. Und dann kann ich im Code selber mir hier Sachen ausgeben. Zum Beispiel Serial Print. Printeln, sagt Bracker immer. Printeln. Will ich mir mal I ausgeben lassen. Müsste jetzt ja immer 012, 012, 012, 012 sein. Kannst du kompilieren. Ganzen Kram hochladen. Abgeschlossen. Serieller Monitor. 1, 2. 0. 1. Genau, die äußere Schleife müsste nur 012 sein. Das ist richtig. Also sie funktioniert auf jeden Fall. Und dann müsste er auch hier reinlaufen und das Ganze auch nochmal tun. Und das müsste dann ja... Ja, guck, da läuft das jetzt auch richtig. Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Müsste LED-Power nicht mit False starten? Du hast recht. Ja, er negiert ja am Anfang direkt. So. 1, 2... Warum? Du musst deine Werte in der Vorschleife auf 3 erhöhen. Genau, da muss ich den State wieder auf LED Power gleich False setzen. Dann läuft denn sonst läuft er nämlich falsch los. Wollen wir mal gucken. Hochladen. 1, 2, 3. 1, 2, 1. Kurz. Der macht das auch genau falsch rum, glaube ich, ne? Warte, ich muss noch mal kurz darüber sinnieren, wo ich jetzt meinen Denkfehler habe. Man sollte ein bisschen mehr nachdenken dabei. So, das muss immer auf False stehen, wenn ich hier starte. Und dann laufe ich nämlich hier los, invertiere den ganzen Kram, das schmeiße ich wieder raus und setze auch am Ende der des Durchganges hier, mache ich aus. Und der fängt an, ich glaube, das liegt hier echt an dem Modulo. So, ich laufe hier los, ne. Hier gehe ich nochmal auf 2 runter, fängt ja bei 0 an. Nach der inneren Schleife möchte ich auch eine Pause. So, machen wir hier mal noch eine Pause von so hin. So, raus damit. So, ich will jetzt aber nochmal sehen, wann ich wo bin. Der läuft da falsch. Du hast recht, Idiot. Ich muss ja dreimal schalten da drin. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, okay, das war's. Stimmt. In der inneren Schleife muss ich ja doppelt so viel laufen, weil ich ja mehrere Schaltvorgänge brauche. Ja, ja. Klug, klug, klug. Ja, jetzt wollte ich einmal hier richtig schön vom Teller ziehen und sagen, man kann es auch viel, viel kleiner schreiben. Ja, kann man. So, macht jetzt im Endeffekt genau das gleiche wie vorher. Dieser Copy-Paste-Code ist nur kleiner, aber dann dementsprechend auch komplexer. Jetzt haben wir kompliziert verklausuliert etwas sehr Einfaches gemacht. Ja, das stimmt. Aber wir haben ein SOS, was vor sich hin blinkt. Falls du also mal
auf einer einsamen Insel strandest und du hast zufälligerweise einen Laptop da liegen, wo eine Arduino IDE drauf ist, weil du ja kein Internet hast, kannst du es nicht runterladen und du hast ein Breadboard und 220 Ohm Widerstand, eine rote LED, ein Arduino Nano, habe ich schon Steckbrett gesagt, ein paar Jumperkabel, ein USB-Geraffel noch da dran, dann kannst du dir zumindest ein... Achso, und du hast natürlich auch Strom. Dann kannst du dir zumindest ein SOS-Blinker-LED-Licht bauen, was man aus einem Flugzeug nicht sehen kann. Aber jetzt weißt du zumindest, wie man es machen könnte. Genau, jetzt läuft es ja so vor sich hin. Aber vielleicht möchte ich ja die Möglichkeit haben, dass das nicht die ganze Zeit SOS funkt, sondern nur, wenn ich drauf drücke. Und dazu brauche ich eine andere Möglichkeit, und zwar ein Input von etwas. Und dazu kann man jetzt auch ein paar Sachen bauen. Es ist die Frage, ja komm, das kriegen wir auch noch hin. Ich brauche nämlich einen Taster. Dann brauche ich hier noch so einen schönen 10 Kilo Ohm Widerstand. Ich mag das, wie Nikdro heute Streammarker setzt. Da freut sich der Falk. Ich würde jetzt einfach irgendwo 3 Volt hier rausnehmen von irgendeinem Pin, da, von dem 3 Volt Pin da drauf gehen und dann einfach auf den Taster drauf. Das wird aber so einfach nicht funktionieren, weil ich dann keinen definierten Zustand habe. Das heißt, der Input Pin, mit dem ich das auslesen will, flattert halt die ganze Zeit irgendwie rum und hat keinen vernünftigen Wertebereich, auf den er irgendwie klarkommen kann. Und deswegen baut man eine Pull-Up- oder Pull-Down-Schaltung, damit der auf einem definierten Zustand hängt. Definiert wäre zum Beispiel 0 oder 3 Volt oder 1, noch was, irgendwas, also dass entweder gar nichts da ist oder also definiert 0 oder definiert voll an. Da gibt es tatsächlich beim Nano, glaube ich, gibt es ein paar Pins, die direkt das dabei haben, dass man in der Programmierung schon sagt, pass auf, hier der Pin ist jetzt ein Pull-Up, Pull-Down und dann kann man das direkt anschließen. Aber der harte Weg wäre halt ein anderer, und zwar brauche ich dafür hier ein bisschen Platz, so, und baue jetzt hier einmal ein Pull-Up-Pull-Down zusammen. Das heißt, ich brauche einmal das Beinchen hier, das hänge ich mit einem 10 Kilo Ohm Widerstand direkt auf Masse, und Masse haben wir ja schon hier auf dem Steckbrett zusammengesteckt, damit die LED damit funktionieren kann. Ja, guck, 10 Kilo Ohm hängt da jetzt mit dran und der ist direkt auf Masse durchverbunden, und ich brauche jetzt nochmal 2 von den Jumper-Gäbelchen. So, dann brauche ich hier zwischen, dann gehe ich hier halt auf D12, weil ich die früher gerne gehört habe. Und dann brauche ich hier noch, ich glaube, so schaltet der, ne? Und dann brauche ich nämlich ein bisschen Ströme, und da hole ich mir das hier von den 3 Volt von da vorne. So, das ist alles, was man dafür braucht. Das heißt alles. Ich will diesen Taster ansteuern, dafür muss ich jetzt doch ein bisschen mehr hier rumkabeln. Aber es ist jetzt so, dass an dem Pin D12 immer 0 anliegt, weil er hängt halt mit auf Ground. Und sobald ich hier drücke, habe ich dann halt meine Flanke. Okay? Das heißt, ich habe beim Button einmal meine 3 Volt, die jetzt hier auf die eine Seite gehen. Und auf der Rückseite, also wenn ich durchschalte, habe ich halt meinen hochohmigen Widerstand mit 10 Kilo Ohm und einmal dann eben mein Input wieder. Das müsste schon gewesen sein. Jetzt will ich ja noch mein Read-Pin haben, ne? Mein Lese-Pin, wo drin steht, was der State gerade ist. Das macht man, indem ich mir jetzt einfach wieder mal erstmal sage, was mein Pin ist. Button-Pin gleich 12 und int Button-State 0 oder so. Wir sehen deine IDE nicht. Ja. Wir haben ein Button-State und hier Button-Pin 12, Button-State 0. Dann brauche ich, ach komm, hier, das kann auch raus. Kopiere ich mir das da hin und sag jetzt, das ist ein Input. Und das Ding ist der Button-Pin. Gut, das habe ich jetzt hier drin. Und ich kann jetzt, gut, ich habe jetzt da natürlich das Delay von 1000 drin. Machen wir so. Und wenn ich jetzt hier einfach mal sage, Button-State gleich Digital Read Button-Pin und ein Serial Printline Button-State, dann, hier gehen wir auf 500 runter, den ganzen Kram einmal kompilieren. Dann habe ich hier noch einen Fehler drin, aber das ist nicht schlimm. Hochladen abgeschlossen, Serial Monitor, 0000000, wenn ich jetzt hier drücke, kommt eine 1. Wow. Das heißt, ich habe einen Button, der jetzt funktioniert und alle 500 Millisekunden wird er ausgelesen. Cool. Es kann natürlich passieren, dass ich beim Drücken des Tasters irgendwie so wegrutsche. Oder ich möchte ja nur einmal die Flanke haben, weil ich ja will, dass er nur los, also er soll loslaufen, sobald er hier eine 1 erkennt. Und dann ist es ihm erstmal egal, bis er wieder in den State kommt.
Und jetzt würde ich nämlich sagen, ich lese den hier aus und mache dann hier sowas. If buttonState ungleich pref buttonState, dann buttonState, achso, nee, dann pref buttonState gleich buttonState. If buttonState gleich 1, dann möchte ich bitte, dass du SOS abspielst. Warum ist buttonState nicht Boolean? Achso, ja, das können wir auch in Boolean machen, das ist eigentlich egal. Guck mal, jetzt wird das nämlich loslaufen, und zwar das SOS läuft nur dann los, wenn der buttonState hier in Ordnung ist. Und das ist so, ja, ich weiß nicht, ist das schon in Prellen? Also mit den 500 Millisekunden Delay dazwischen, glaube ich schon. Ist das nicht dem Einsteiger schon ein bisschen viel? Ja, ich glaube auch. Was passiert jetzt? Wenn ich mich nicht vertue, bleibt die LED so lange dunkel, bis ich auf diesen Button drücke. Und dann läuft sie los. Und das werde ich jetzt mal ausprobieren und drücke jetzt auf den Knopf. Und es läuft los, guck. Und jetzt bleibt sie aus. Das war alles. Das heißt, die LED funktioniert, der Button funktioniert auch, der Button ist auch entprellt und es läuft dann mein Skript los, wenn ich auf diesen Taster drücke. Es ist entprellt, aber beim Interrupt würde es nicht reichen. Ja, das stimmt. Jetzt ist natürlich die Frage, jemand, der jetzt hier zuguckt und denkt, boah, was ist entprellen? Das kenne ich nur aus dem Sportunterricht bei einem Ball, den ich dann auf den Boden drücke. Dann ist der ja auch entprellt. Der Vergleich, Fege, dafür kommst du in die Hölle. Ist es hier jetzt so, dass man erreichen möchte, dass ein vernünftiger Zustand da ist? Heißt, wenn ich jetzt hier drücke, dass da nicht irgendwie so eine 0-1 drin, dass das durchhopst. Also ich drücke hier drauf und dann hast du auf einmal so eine Flanke, die nochmal abweicht, weil dieser Kontakt nochmal auf und zu geht kurz. Dass das dann nicht irgendwie blöd interpretiert wird, sondern dass es wirklich definiert ist, ich drücke hier drauf und dann habe ich diese 1 und es läuft los. Und es fängt nicht an, irgendwie an- und auszugehen, sondern wirklich jetzt definiert, ich drücke drauf und es läuft los, egal wie schnell ich da drauf drücke, dass er dann nicht irgendwelchen Schmuh macht, sondern eben genau dieses definierte, ich drücke drauf und nur wenn es 1 ist, läuft es los und eine 0 macht jetzt nichts irgendwie kaputt. Das ist eigentlich alles, was man dazu wissen muss. Das heißt, um das hier nachzubauen, hatte ich gerade ja schon einmal gesagt, brauchst du so ein Arduino. LEDs sind immer nicht schlecht und Widerstände und Jumperkabel. Das ist das, was du eigentlich brauchst. Und damit kannst du dir jetzt schon irgendwas Lustiges, Tolles bauen. Cool, ne? So einfach ist Programmieren. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Das mit dem Kabel habe ich auf der Maus gedrückt. Aber um das Ganze jetzt einmal für den ganz am Anfang noch mal zu erklären. Ich habe mich da gerade vielleicht in etwas zu krassen, nicht zu krass, aber habe jetzt Sachen komplizierter programmiert, als sie hätten sein müssen. Was du natürlich auch machen kannst, ist, dass du einfach hier sagst, nimm das hier mal alles kurz weg. Was man auch immer wichtig ist, du kannst Sachen kommentieren und du kannst halt Sachen ein- und auskommentieren. Das heißt, wenn ich jetzt sowas mache und mache dieses Slash-Sternchen und alles, was danach kommt, wird dann nicht mehr vom Programm oder vom Controller interpretiert oder vom Compiler. Das, was ja nachher auf dem Arduino landet, ist ja nicht mehr das, was ich hier habe, was ich geschrieben habe, sondern nur noch Maschinencode. Und dann wird der Compiler ignoriert dann alles, was ein Kommentar ist. Und jetzt ist gerade meine Void Loop ein Kommentar. Deswegen kann ich die hier einfach hinkopieren und kann jetzt einfach andere Sachen machen, weil das hier oben wird jetzt ja ignoriert. Das heißt, ich hole jetzt mir meinen Button State und könnte das Ganze tatsächlich auch noch kürzer schreiben, ohne entprellen. Wäre dann zum Beispiel, ich könnte sowas machen und spare mir diese ganzen Variablen da oben. Das Ganze kann ich noch kürzer schreiben und zwar kann ich daraus einen Einzeiler machen. So, könnte ich auch den Kram hier noch rausschmeißen, wenn ich das dann wollen würde, brauche ich dann auch nicht. Mache ich einmal. Jetzt kompiliere ich das Ganze wieder. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, läuft das Ding wieder los. Sobald der Button gedrückt wird, laufe ich in mein SOS rein. Und damit habe ich ja das, was ich da gerade oben kompliziert zusammengebaut habe mit diesem Entprellen, quasi in eine Zeile geschrieben, weil das Delay 50 macht quasi dieses ominöse Zeug schon quasi selber, weil ich immer 50 Millisekunden Pause habe zwischen Auslesen vom Zustand des Tasters. Die Loop-Funktion will man immer möglichst klein halten und das in ganz viele einzelne Sachen wegkapseln. Habe ich noch irgendwas vergessen? Weil dann ist eigentlich alles das, was ich gerade erzählt habe, das,
was ich der Meinung bin, wie man anfängt, mit Arduinos zu basteln und zu programmieren. Wen von euch habe ich denn jetzt überzeugen können, sich damit doch zu beschäftigen und ein bisschen die Angst nehmen können? Gibt es da vielleicht ein, zwei Leute? Das wäre schön. Das würde mich sehr freuen. Wie mache ich aus einem Raspberry Pi ein Retro-Pi? Jano Morsi, guckt doch einfach mal auf YouTube vorbei und zwar auf dem Channel Zack, Bumm, Fertig. Da gibt es eine geschnittene Version davon, wie ich genau das tue. Guck dir doch einfach mal rein. Du kannst sonst auch auf Zack, Bumm, Uncut auf YouTube vorbeigucken. Da gibt es genau diesen Retro-Pi-Stream in der ungeschnittenen Version. Kannst du mal reingucken. Da mache ich das nämlich schon und mache einen Retro-Pi. Und dann hast du auch einen. Guck mal, cool, das ist schon cool, dass jemand was fragt und ich kann sagen, guckt einfach vorbei, da habe ich das schon gemacht. Und genau so soll dieser Stream ja hier auch sein in Zukunft, dass wenn jemand fragt, wie fange ich an, dann kann der jemand oder die jemandende, habe ich jetzt gerade ein Wort versucht zu gendern, was man gar nicht gendern muss? Ich glaube schon. Willkommen in meinem Gehirn. Bist du eigentlich hauptberuflich bei Frozen Donkey und Streams, erstellst Videos nur zum Hobby? Ja. Frozen Donkey ist die Firma, die ich mit zwei Freunden gegründet habe und das ganze Streaming und Videos machen ist tatsächlich einfach nur Hobby. Das ist, mein Hauptberuf ist Programmierer sein. Wann kommt Drucker Teil 4? Hör auf, frag sowas nicht.